das ist doch mal eine geile Kulisse. Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wie ihr seht, ich bin nicht zu Hause und nicht am Grill. Das ist der nächste Vlog oder Vlog aus den Staaten. Wir sind gerade unterwegs auf der Küstenstraße Nummer 1 von San Francisco nach Santa Barbara, in Richtung Santa Barbara. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Geil, oder? Ich muss noch ein bisschen üben. Hörst du auf? Das ist voll aber. Cut. Mahlzeit, Freunde. Hier ist 007 Andy Barbecue. Number one of Cook. So, Andy, wir fahren ohne dich. Tschüss. Wir hauen ab. Aber sehr schöne Aussicht hier, muss man schon sagen. Sehr geil. Kann man mal machen. So, jetzt geht's weiter nach Santa Barbara. Plastik. Ja, schöne Scheiße. Ein bisschen ernüchternd am ersten Tag heute. Wir sind jetzt mal gefühlt 200 Kilometer den Highway 1 runtergefahren und sind jetzt in Lucia. Lucia ist eigentlich nur ein Haus, da, ein einsames Haus. Ich glaube, es ist eine Pizzeria. Und hier ist Schluss. Die Straße ist gesperrt und wir kommen hier nicht weg und wir müssen den ganzen Scheiß Highway Number 1 wieder zurückfahren. Außerdem regnet es. Und mir ist ein bisschen schlecht. Die Zigaretten sind auch alle, sagt Andi. Und Sprit ist auch nicht so dolle. Ja, der Sprit sieht auch schon scheiße aus. Also wir haben ein bisschen Muffensausen. Mal gucken, was hier noch kommt. So, welcome to the Adventure 2018 Amerika. Let's go. Des Weiteren ist übrigens dieses Serpentinenfahren auf dem Highway Number 1 sehr schön. Aber einmal reicht eigentlich. Und wie Birgit sagen würde, kennst du eine, kennst du alle. Also wir brauchen sie ein zweites Mal, aber müssen jetzt da durch. Unser Umweg hat auch was Gutes heute. Wir haben hier einen wunderschönen, authentischen Barbecue-Store gefunden, direkt an der Landstraße quasi. Und wir haben uns jetzt mal bestellt ein Pulled Pork Sandwich und ein Original Philly Steak Sandwich. Wir werden jetzt mal probieren und gucken, wie das ist. So, ich habe mich gleich erstmal bekleckert. Das ist sehr gut, aber anders kann ich halt auch nicht essen. Wir haben gestartet jetzt hier mit dem Pulled Pork Sandwich. Wirklich ein Traum. Pulled Pork Käse, Barbecue Soße, besser geht's nicht. Und jetzt beiße ich noch mein Chili Cheese Steak Sandwich. Zwiebeln. Steak, Käse, Jalapenos und ein bisschen Paprika. Sehr geil, hier kann man essen gehen. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Ich guck gleich, wenn wir rausgehen nochmal. Aber es ist sehr zu empfehlen. Es regnet leider sehr stark, aber der Laden ist Toros Place Café. Direkt am Highway Salinas. Ich markiere das, glaube ich, mal. Sehr zu empfehlen. Wir wären hier nicht reingegangen, wenn die Mädels nicht auf Toilette gemusst hätten. Aber manchmal ist ja das Einfachste das Beste. In dem Fall war es so. Sehr, sehr leckerer Laden. Und PS, gleich neben dem Café wohnt übrigens wahrscheinlich Rostiger Nagel. Wenn jemand weiß, von welchem Film ich spreche, postet mal den jetzt in die Kommentare. So, Freunde, wir haben heute knapp 500 Kilometer gerissen durch den kleinen Umweg, den wir machen durften, sind jetzt in Santa Maria angekommen, im Historical Santa Maria Inn. Auf den ersten Eindruck ist ganz hübsch, jetzt haben wir aber unser Bett gesehen, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das Bett ist historisch. Das ist schon wie die Titanic untergegangen. Naja, wir schauen mal, wie es weitergeht hier heute. Wir versuchen gerade die Rezeption anzurufen, das funktioniert irgendwie auch nicht. Und ich habe noch einen Nachschlag. Also es ist schön, dass wir einen Kühlschrank haben, eine Mikrowelle, die wir nicht brauchen, und einen Fernseher. Jetzt haben wir hier... Sieht ja aus wie ein Kleiderschrank, begehbarer Kleiderschrank.
Und hier ist jetzt ein Waschbecken drin. Das ist ja erstmal ganz schön, aber ich verstehe es nicht ganz, weil das Badezimmer ist hier. Und hier ist auch nochmal ein Waschbecken. Wofür ist ein Waschbecken im begehbaren Kleiderschrank? This is room 139. We just checked in and got to the room and I think one bed is broken. Was haben die jetzt gesagt? I told them the bed doesn't look healthy. Es sieht nicht gesund aus, ja. Nein. Aber was sagt er denn jetzt? Er hat gesagt, oh mein Gott, es sieht nicht gesund aus, dann schicke ich mal jemanden. Keine Ahnung, vielleicht kommt der Doktor oder ein Notarzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf der Einstellung, aber das Bett ist echt schief. Funny side up. Da kriege ich mal ein schön Blut in eine Birne. Das wollen wir nicht, aber vielleicht kommt ja gleich jemand. Ich guck mal bei Andi, ob das auch so aussieht. Die Betten sehen irgendwie gesünder aus. Aber euer Zimmer ist auch irgendwie dunkler. Habt ihr auch ein Waschbecken im Kleiderschrank? Wofür ist das Waschbecken im Kleiderschrank? Zeig mal, muss ich gucken. Weil wir haben ein Waschbecken in der Toilette und wir haben ein Waschbecken im Kleiderschrank. Ja. Das ist Kapo Bügeleisen hier. Was soll das heißen? Wenn du dich anziehst, wasch dich nochmal, du Schwein. Ich habe keinen Plan. So, sie schicken uns jetzt jemanden, der kommt und guckt sich das... Was hat das gesagt? The bed looks not healthy. Es sieht nicht gesund aus. Er guckt jetzt mal. So, unser Bett war irreparabel. Wir haben jetzt ein neues Zimmer zugewiesen bekommen. Wunderschön. Ist ein bisschen kleiner. Wir haben keinen, doch wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Und Freunde, wir haben das Zimmer bekommen, in dem, kann man das sehen? Bob Hope schon übernachtet hat. Oh, wenn das mal kein Zufall ist. Geil. Telefon für dich. Könnt ihr noch was sehen? Naja, gerade aus dem Hotel raus und gleich rüber zu Sean's Restaurant. Schön, dass du ein Auto hier hast, weil es ist unser Zimmer gleich. Super. Dann gibt es noch ein bisschen Fleisch vielleicht. Da drüben. Welcome to Santa Maria. Steakhouse, es gibt Salat. Ja, aber zugeschnürt. Ja gut, also wir werden die mal schnell wegmachen, damit wir das Fleisch bekommen. Ja, unser Fleisch ist angekommen. Das ist mal ein wunderschöner Brocken. Wir haben hier auch noch ein kleines Filet Mignon und da haben wir noch ein Ribeye. Ist das geil. Burger kommt jetzt noch. Wir müssen noch einen kleinen Moment warten, oder? Andi, dreh nochmal. Oh, sehr schön Medium. Ich schneide meins auch gleich nochmal. Guten Morgen, Freunde. Das war unsere Nacht im Historical Santa Maria Inn. So heißt es, oder? Ja, wir sind ein bisschen durch. Andi hatte gestern Geburtstag. Wir haben noch ein bisschen Party gemacht gestern Abend. Die hatten hier noch einen Live-DJ und so eine nette kleine Bar im Hotel drin. War ganz süß. War ganz süß, aber wir sind noch ein bisschen fertig. So, Kaffee gab es auch. Wunderschön. Ich glaube, das Zimmer lag hier so bei $125. Kann man machen, also Santa Maria, Historical Santa Maria Inn, eine Empfehlung. Wir werden heute weiterfahren nach L.A., gleich rein in die City. Bleibt einfach dran. Die Sonne kommt raus, wenigstens ein bisschen. So sieht unser Hotel von außen aus, der Klotz. War eine schöne Geschichte, kann man mal machen, nachts mit der Bar. War toll. Wir fahren jetzt Richtung L.A., der Sonne entgegen. Letzten sehr schönen großen Grill da. Okay. Frühstück gibt es heute bei Taco Bell. Warum Frühstück für Champions? Überall ein bisschen Käse und Bacon drin. Das passt eigentlich ganz gut. Steak. Steak. Guten Hunger. Und noch ein paar Burritos und sowas. Lecker, lecker, lecker. Und günstig. Kann man machen. Das war jetzt ein reichhaltiges und für 4 Personen $16 sehr günstiges Frühstück. Taco Bell. Geile Nummer. Warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Ich möchte bitte ein Taco Bell in Berlin. Einer von euch muss ein Taco Bell in Berlin aufmachen. Ich komme jeden Tag, versprochen. Einmal bitte Taco Bells in die Kommentare. Taco Bell. Santa Barbara. Wunderschön. Santa Barbara begrüßt uns mit ein bisschen Sonnenschein. Ja, wir fahren jetzt hier erstmal auf den Pier rauf, weil laufen brauchen wir ja nicht in Amerika. Wir können alles mit dem Auto machen.
wunderschön. Ich zeige es euch gleich von draußen. Freunde, herzlich willkommen in Santa Barbara auf dem wunderschönen Santa Barbara Pier. Wie gesagt, hier kann man auch mit dem Auto rauffahren, weil wir sind faul und wir laufen nicht. Eine wundervolle Sicht auf die Stadt. Könnt ihr das sehen? Wunderschön. Wir gucken jetzt, wo wir hier vielleicht was zu essen kriegen und was man hier noch so machen kann. Nicht springen, Andi. Ich hätte schon Bock. Eigentlich hätte ich Bock. Warte mal. Ein Zehner, wenn ich ihn kicke? Eine der größten Attraktionen in Santa Barbara. Die Attraktion. Taffy Turkey. Tasmanian Taffy Turkey. Vorsicht, beißt. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Sightseeing gemacht. Das ist eine wunderschöne kleine Küstenstadt. Haben noch einen Kaffee getrunken und uns jetzt entschieden, doch noch mal in ein Outlet-Center zu fahren. Die Damen wollten das. Also auf nach Los Angeles. Ich mache jetzt hier auch Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal in L.A. Freunde, es geht weiter nach Los Angeles. Das zeige ich euch das nächste Mal. Bleibt weiter dran. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns in den Staaten.